Hallo, liebe KSC-Fans. Ja, die Karlsruher, die sollte man nicht abschreiben, selbst wenn man 2-0 führt. Das hat sich Miro Klose jetzt, glaube ich, auch hinter die Ohren geschrieben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wildpark Weekly. Einen ähnlich erfolgreichen Saisonauftakt wünscht sich natürlich Martin Stoll mit seiner U17 und verrät heute, wie das gelingen soll. Außerdem gibt es einen neuen Trainer in der KSC-Familie, nämlich bei den KSC-Frauen. Auch der ist heute bei uns zu Gast. Jetzt sprechen wir aber erst mal mit dem Mann der Stunde, mit Mr. Hattrick, Budu Tsivtsivadze. Budu, congratulations on a great game on Saturday. I've heard you've kept the Hattrick ball. What did you do with it? Where did you put it? First of all, thank you. I put it at home, but I think my child will play this ball because she likes to play with ball. And yeah, I think for her will be fun. Perfect. So maybe she's the next generation Tsivtsivadze hat-trick scorer. Yeah, she's daughter, but yeah, if she decide to play football, I will help her. Perfect. I think you will be the perfect coach. But now you have to focus on the next game on Düsseldorf. Do you think you have more power and more motivation now after such a great game? Yeah, that last hat-trick gave me the confidence of myself. Was great game by the team because we worked together. We showed this team spirit because we came back from 2-0. And yeah, for the next game, I think we start already thinking. Last game is already passed, and we have to forget, and we have to focus for future. Will be tough game because Fortuna Düsseldorf is a good team, strong team. They almost went to the up in the first Bundesliga last season, but they are still now here, and yeah, we will fight for the for our fans, for our club, and we will see what will happen on the pitch. Always hard to play there because since I'm here I never won against them, and now I will try to win the game with my teammates. Sounds good, but you had a lot of publicity during the last days. Can this also be a disadvantage because the defense of Düsseldorf will be very focused on you now? Yeah, but it's for me motivation that beat them. I will prefer the strong game. And I'm ready, I think I'm ready, and we will see on the pitch who will be the great shape. Perfect, so thank you very much and good luck for the next game. Seit dem 1.7. gibt es ein neues Mitglied in der KSC-Familie, genauer gesagt bei den KSC-Frauen. Christopher Holzer kommt als Cheftrainer von den U17-Juniorinnen der TSG Hoffenheim zu uns, zu den KSC-Frauen. Und die Erwartungshaltung, die ist natürlich hoch nach 7 Pokalsiegen in Folge. Ob ihn das unter Druck setzt und wie er in dieser Saison eine bessere Platzierung in der Liga schaffen möchte, das verrät er uns im Interview. Christopher, du warst bisher Trainer bei den U17-Juniorinnen in Hoffenheim. Was ist denn anders, wenn man jetzt die Frauen trainiert? Ja, ich glaube, ein wesentlicher Unterschied bei den Frauen ist, dass natürlich eine gewisse Reife auf dem Platz da ist, auch eine andere Körperlichkeit, auch eine andere Athletik und das Spiel an sich ein bisschen robuster und schneller ist. Also robustes, schnelles Spiel hast du mit den Frauen vor. Was ist denn deine Zielsetzung für die neue Saison mit den KSC-Frauen? Ja, wir möchten eine gute Runde spielen, möchten in der Regionalliga eine bessere Platzierung einnehmen als in der letzten Saison und möchten den Pokal nach Karlsruhe holen. Ja, du hast es schon angesprochen, die Platzierung war nicht optimal. Der Pokal ist aber so ein bisschen Standard schon fast bei den Frauen geworden. 7 Jahre in Folge wurde der gewonnen. Hast du da auch einen gewissen Druck, dass der gewinnen werden muss? Nee, es ist eher eine ganz klare Vorfreude auf den Titel. Und ich glaube, genauso ist es bei den Spielerinnen auch. Und die Vorfreude überwiegt ganz klar. Gibt es auch bestimmte spielerische Leckerbissen in dieser Saison, auf die du besonders Vorfreude hast? Ja, sicherlich. Der Spielplan ist interessant. Wir spielen am ersten Spieltag gegen Hoffenheim 2, bekanntlich meine alte Heimat. Und natürlich am zweiten Spieltag gegen den VfB Stuttgart, was sicherlich dann auch für den einen oder anderen Fan nochmal ein Leckerbissen sein wird. Geht direkt spannend los. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich mit der Mannschaft zu sehen und wünschen ganz viel Erfolg.
Vielen lieben Dank. U17-Cheftrainer Martin Stoll wünscht sich natürlich bestenfalls genauso einen erfolgreichen Auftakt mit seiner Jugendmannschaft wie für unsere Profis. Und damit das klappen kann, gab es eine sehr ausführliche Vorbereitung mit vielen Testspielen, unter anderem auch gegen Racing Straßburg und einem kleinen Trainingslager in Malsch. Und zusammen mit uns blickt er mal zurück, wie diese Zeit so verlief und gibt eine kleine Prognose für die neue U17-Saison ab. Jetzt haben wir 9 Vorbereitungsspiele gehabt mit der U17, davon eigentlich durchweg positive Bilanz. Wie fällt denn so dein Vorbereitungsfazit aus? Ja, ist auch echt positiv, muss ich sagen. Die Jungs haben gut mitgezogen, waren auch sehr, sehr intensive Einheiten mit dabei. Natürlich dann auch bei dem Wetter, was momentan herrscht, ist das nicht ganz einfach. Aber die Jungs waren wirklich sehr gut am Start und auch die Ergebnisse bei den Spielen waren echt ordentlich. Haben jetzt das letzte Spiel gegen Racing Straßburg leider 3-2 verloren, aber da waren trotzdem ein gutes Spiel von uns und wo gute Elemente mit dabei waren. Ja. Was war in der Vorbereitung wichtiger, Teambuilding oder Taktik? Beides. Ja. Also ich glaube, dass es auch wichtig war, dass die Jungs sich an das neue Trainerteam gewöhnen. Ja, das dauert auch immer so eine gewisse Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und dazu haben die vielen Trainingseinheiten gedient. Dafür war auch das Trainingslager wichtig in Malsch, was wir hatten. Und ja, und dann fließt so beides oder vieles ineinander über mit Taktik und dann wirklich auch, ja, auch mal zusammensitzen, auch mal was machen, was nicht mit Fußball zu tun hat. Und das ist uns doch ganz gut geglückt. Ja. Letzte Saison waren wir besonders zu Hause auch stark, habe ich gesehen. Wir haben 8 von 11 Spielen daheim gewonnen. Was nimmst du vielleicht für die kommende Saison noch mit? Ja, dass wir daran anschließen oder anknüpfen, würde ich sagen. Also, ja, wir haben uns sehr gut oder sehr wohl gefühlt im Juniorenstadion drüben und ich hoffe, dass wir da auch dieses Jahr wieder viele Spiele machen werden. Und ja, nun für die Jungs ist es auch was Besonderes. Ne? Die kennen bisher nur den Kunstrasen als Matchplatz und jetzt in so einem Stadion zu spielen ist was Besonderes und ja, ich hoffe, sie gewöhnen sich schnell dran. Was habt ihr euch vorgenommen? Jetzt am nächsten Sonntag geht's los gegen Kickers Offenbach. Was habt ihr euch generell für die Saison vorgenommen? Ja, wir wollen jetzt erstmal gut in die Saison starten und dafür wäre jetzt wichtig, gegen Offenbach schon mal, ja, da einen ersten Erfolg ja, zu erzielen für uns als Mannschaft. Ich denke, das ist machbar. Die Jungs sind ja gut vorbereitet. Ich glaube, wir haben jetzt schon vieles in petto und ja, und das versuchen wir dann am Sonntag auf den Platz zu bringen und ja, haben dann im Anschluss ein schwieriges Auswärtsspiel in Nürnberg. Deswegen ja, wollen wir gucken, dass wir gegen Offenbach die Punkte zu Hause lassen. 3 KSC-Tore nach nur einem Spieltag, so kann es doch gerne weitergehen. Aber auch der Düsseldorfer Sturm ist natürlich nicht zu unterschätzen, unter anderem dank KSC-Eigengewächs Tim Rossmann. Es bleibt uns also die Daumen zu drücken und den Jungs eine gute Fahrt nach Düsseldorf zu wünschen. Bringt gerne 3 Punkte mit. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Wildpark Weekly.